Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Stranded 2. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir heute Vormittag ist es für mich, für euch in der letzten Folge aufgehört haben. Nämlich auf dieser schönen, tollen Insel. Und wir müssen, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen Zeug sammeln. Tagebuch. 20 Federn, genau. Genau, die Federn gingen das jetzt. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatten wir auf dieser Insel irgendwo in der Mitte hier ein bisschen gehabt. Ich nehme mal vorsorglich wieder die Speere in der Hand. Und wenn wir schon hier sind, nehme ich natürlich auch ein paar Bären mit. Meines Wissens nach hatten wir hier doch irgendwo eine Baumwollpflanze gehabt. Und den Haupttiere, was soll denn das sein? Wilson. Ach, ich verstehe. Eine Anspielung auf einen Film. War glaube ich, weiß gar nicht wie der Film hieß, war man halt so auf so einer einsamen Insel gefangen und der Typ hat sich dann Blut auf sein, da kam gerade Skype reingeflackert, hat er dann Blut auf seinen Ball geschmiert und dann hatte der den eben Wilson genannt oder irgendwie sowas. Ja, gut. Wer es mag, wer es braucht. Und die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, wo hatten wir vor, wo hatte ich vorhin die Baumwolle gesehen? Ach, natürlich. So, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal ganz kurz schlafen und ja, da werde ich mir nochmal ganz kurz einen Cut reinmachen müssen, da werde ich mir den Skype dann nochmal ganz kurz auf Offline stellen, weil sollte das jetzt mit aufgenommen haben, anders, ich sage es andersrum, ich finde es blöd, wenn es dann andauernd reinflackert. Ah ja, Gut, speichern. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder, da ich jetzt
offline bin in Skype, sollten wir auch unsere Ruhe haben. Ich esse erstmal ganz kurz ein paar Pilze. So. Ich wollte. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. So, mal gucken. Dann machen wir nochmal ein bisschen Faden. Ich hoffe, drei reichen. Zack, zack. Im Bogen. Den Bogen wollte ich ja nicht. Ich will ja. Ganz kleinen Moment, ich mache nochmal kurz einen Cut rein, bin sofort wieder da. Und da bin ich wieder, nachdem ich nochmal ganz kurz was geschaut habe. Und festgestellt habe. Dass wir noch ein bisschen Eisen brauchen. So, Eisenstangen. Bauen wir jetzt erstmal wieder ein paar. Es war keine meiner Lieblingsbeschäftigungen, kommt aber auch mal vor. Dann machen wir noch ein bisschen Faden. So, genau, und eine Armbrust. So, Nummer 1. Und Nummer 2. So, also 10 Äste. Da holzen wir mal noch ein Stämmchen ab. Ah, finde ich gut. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen wieder was aus meinem Inventar leer. So. Der kommt runter. Kann ich den Speer runter tun. Kiesel. Das kann runter, das kann runter, das kann runter. Das, das, das. Fleisch. Bitterwurzel, das Gedönse. Feuersteine können ja auch rein. So, dann essen wir nochmal was. Ich sehe schon, es ist wieder am Blinken. Und einen Keks. Und jetzt habe ich immer noch nicht ganz genug Platz, aber fast. Ich trinke noch mal ganz kurz was. So. Und dann lege ich mal noch die Wasserflasche rein und dann sollte es gehen. Genau. Das passt. Gut. 20, 14, 10 Äste, 3 heute.
Habe ich dabei. Ah ja, die Bananen. Banana. Wo finde ich jetzt hier die Bananen? Geil, Kokosnüsse. Mal schade. Das kann ich mit der Kokosnuss machen. Kokosnuss, aufgrund der harten Hülle wird es allerdings lange dauern, sie zu essen. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Und Bananen werden mir jetzt auch deutlich lieber. Ich weiß zwar, dass manche Bäume die dran hatten. Das war aber allerdings immer so eine Sache mit gut Glück. Dann suchen wir mal alles ab, würde ich denken, ne? Bleibt uns ja leider nichts anderes übrig. Kokosnüsse. Gut, immerhin eine. Wo kann man mehr ran? Halt, die kann ich doch. Unbescheuert. So, dann mache ich mir noch mal ganz kurz Eisenbolzen, damit ich dann die Tierzähne nicht zwingend nehmen muss. So.